Sie haben einmal gesagt, dass Auswanderung ein Menschenrecht sei, aber Immigration, die Einwanderung in ein Land hingegen nicht. Was bedeutet das? Es gibt eine Vielzahl von Menschenrechten, die international von den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen anerkannt werden. Und eines dieser Rechte, Artikel 13 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, gibt Individuen das Recht, ihr Land zu verlassen und wieder zurückzukehren. Sie haben aber nicht das Recht, ein anderes Land ohne Erlaubnis zu betreten. So könnten Sie Deutschland ohne Probleme verlassen, benötigen aber gültige Reisepapiere, um beispielsweise in ein anderes Land außerhalb der EU einzureisen. Das ist die Asymmetrie der Migrationsgleichung. Sie dürfen ein Land verlassen, ein anderes ohne Erlaubnis jedoch nicht betreten. Dieser Widerspruch hält die ständigen Spannungen zwischen den Sende- und Empfängerländern aufrecht. Viele Herkunftsländer unterstützen die Auswanderung, aber die Zielländer definieren Beschränkungen, Anforderungen und Qualifikationen, die Zuwanderer erfüllen müssen. Ein Land kann zum Beispiel ein Interesse an hochqualifizierten Arbeitern haben oder an Menschen mit ganz spezifischen Qualifikationen oder an Studierenden. Die große Herausforderung für Migranten besteht heutzutage darin, dass sie diesen jeweils spezifischen Anforderungen entsprechen müssen und die entsprechenden Papiere benötigen, was bei vielen Migranten nicht der Fall ist. Es besteht also auf der Ebene des Nationalstaates eine gewisse Spannung zwischen regulärer und irregulärer Zuwanderung und den daraus entstehenden Aufgaben. Entwickelte Länder wie Deutschland beispielsweise sind auf Migranten angewiesen und wollen Zuwanderung. Sie richten Willkommenszentren ein und fördern Maßnahmen, die Zuwanderern helfen, sich so schnell wie möglich zu integrieren und ein aktiver Teil der Gesellschaft zu werden. Wie sollte im Kontext dieser genannten Spannung eine umfassende Migrationspolitik für ein Land wie Deutschland aussehen? Well, you're right, with regard to this tension. Diese Spannung ist genau der Konflikt, von dem ich spreche. Es gibt ja auf der Welt kein einziges Land, welches illegale Zuwanderung befürwortet. Jedes Land, jede verantwortliche Regierung und jeder Beamte, mit dem ich je gesprochen habe, möchte, dass Migration legal geschieht. Das gibt dem Land einen gewissen Einfluss darauf, wer in das Land einwandert. Das Problem liegt aber darin, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Es gibt viel mehr Menschen, die in die Zielländer einreisen möchten, als diese bereit sind aufzunehmen. Wir haben also entweder offene Grenzen und jeder kann einfach einreisen. Möchte man das nicht, muss man entscheiden, wer einreisen darf und wie viele. Wenn man das einmal entschieden hat, dann braucht man auch die entsprechende Verwaltung, Beschränkungen, Richtlinien und Behörden, die diese Politik umsetzen und Migration organisieren. Und dann wird es eben kompliziert. Die Staaten wie Deutschland, Kanada, Australien, die USA, Italien, alle möchten souverän über ihre eigene Migrationspolitik bestimmen. Und das ist ganz entscheidend. Wenn man eine Migrationspolitik aufsetzt, die nicht auf die jeweiligen spezifischen Bedürfnisse des Landes abgestimmt ist, kann es zu einer Distanz zwischen der öffentlichen Meinung und der Sicht der Politiker kommen. Das passiert gerade mancherorts. Regierungen müssten mit ihren Vorstellungen vorangehen, ihre Prinzipien verfolgen und dabei gleichzeitig die Bedürfnisse und Wünsche der Bevölkerung einbeziehen. Wird diese Lücke zu groß, kommt es zu Spannungen und Unruhen im Land. Deutschland hat eine sehr niedrige Geburtenrate. Es gibt mehr Todesfälle pro Jahr als Geburten. Um also die Bevölkerung und die Arbeitskraft auf einem funktionierenden Niveau halten zu können, ist man auf Zuwanderer angewiesen. Wie diese Zuwanderung aussehen kann, ist eine politische Entscheidung, die das Land für sich treffen muss, unter Berücksichtigung der Wünsche der Bevölkerung. Wie viele Menschen sollen zuwandern? In welchem Zeitraum? Wer soll zuwandern? Und wie sollen die Neuzuwanderer aufgenommen werden? Das heißt, wie können sie vollständig in die Gesellschaft integriert werden, also indem sie die Sprache lernen, ihre Kinder Zugang zu guter Schulbildung haben, sie Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen haben und sie verantwortliche Bürger dieses Landes sind. Thank you very much. You're welcome.